Weiter geht's. Bei Elden Ring, in dem durchaus zähen Endgame-Gebiet. Warum Azula? Ist ja jetzt schon wieder ein paar Tage her. Ich hoffe, wir kriegen es diesmal etwas besser auf die Kette. Muss erstmal wieder umgucken. Okay. Wir sind direkt noch am Boss. Den wir ja beim letzten Mal quasi nicht mehr geschafft haben. Beziehungsweise haben wir uns den eigentlichen Boss noch gar nicht angeguckt. Wir waren hier nur vor der Tür beim Goldenen Ritter, der uns ganz schön den Arsch aufgerissen hat. In den letzten Tagen. Bei den letzten Versuchen vielmehr. Kann ich noch irgendwas? Seelen wirst du so und so keine haben. Runen meine ich. Nö. Ah ja. Könnten uns tatsächlich mal so einen Runenbogen gönnen, aber passt schon. Ich denke, wir werden es jetzt etwas anders angehen. Oh Gott. Hoffentlich habe ich die Steuerung noch intus. Wir werden den Goldenen Ritter. Wir werden an ihm jetzt gleich beim ersten Versuch vorbeikommen. Hier liegen sogar noch ein paar Runen, aber da ist doch bestimmt nichts mehr drin, oder? So, guck mal, Tinger. Gott, da bin ich schon durch. Autsch. Nice. Das war easy. Oh, Death. Become my blade once more. Geiler Typ. Alter. Alter, rastet der aus. Thank you.
Okay, die zweite Phase ist ein bisschen wilder, muss ich sagen. Hallöchen. Herzlich willkommen. Adjena. Puh, alles klar. Zweite Phase ist ein Knaller. Naja, war noch nicht hinüber tatsächlich. Aber wir sind hier First Try an dem Goldenen Ritter vorbeigekommen. Und zwar nur deshalb, weil ich einfach vorbeigelaufen bin. Ich würde im Anschluss nochmal versuchen. Ich würde mir erstmal den Boss angucken. War auch die erste Aktion heute tatsächlich. Oh Gott. Also erster Part, sehr einfach. Zweiter Part, Knaller. Oh oh. Nee. Ja, erster Part, alles Roger. Schlechte Idee. Oh Gott, das war ja schon ganz schön knapp. Ja, ich krieg den gar nicht. Ah, oh, shit. Wow. Ja, er ist fix unterwegs. Ganz, ganz sicher mal. Alter, wieso habe ich einen... What the fuck? Kein volles Leben. Wenn er mich mit seinem komischen Blutzauber da verzaubert hat. Hm. Okay. Wenn ich sehe, wie schnell die Träne drauf geht, da wird mir ja schwummerig. Aber was die so ausmacht, Hammer. Moin. Hey! Alter, hat er mich von hinten jetzt gehauen? Ja, da. Zwei. Nein! Ach, Scheiße. Das sind mal ein paar Tode. Drei Stück an der Zahl schon. 409, Freunde. Okay, der Versuch war ein bisschen schmuddelig. Warum haut er mich, der Dude? Spinnt er? Immer ein Stück nach vorne, lieber.
Das lief auch so mittel. Scheiße. Komm schon, Scharlachfäule. Echo der schwarzen Klinge. Oh. Was geht denn jetzt noch ab? Ich glaube, den Ritter vor der Tür machen wir doch nicht mehr. Of death is unbound. And the lands between are shrouded by death's dark fate. But the flames will also burn the impenetrable thorns. Farewell it is then. You'll be Elden Lord yet. Was? Okay. Es ist langsam richtig, die Kacke am Dampfen. Lyndell, Aschenhauptstadt. Oh. Alter, wie geil das aussieht. Leck mich fett. So ein Mega-Screenshot. Wie viele Seelen haben wir bekommen für Onkel? 220k, mega nice. Ja, ne? Zwei Level rein in Geschick. Okay, wir sind tatsächlich wieder zurück in der Hauptstadt, aber hier hat sich ja mal so einiges verändert. Seht, der Erdenboden steht noch immer.
Hochgewachsen und unerschütterlich, unbekümmert angesichts der Flammen. Ah ja. So ganz unbekümmert jetzt auch wieder nicht. Okay. Schon mal runter. Da war ja ein Bonfire, ne? Also eine Gnade. Lass uns kurz umgucken. Oh. Nee, ist gut, beruhig dich wieder. Entschuldigung. Wandert hier ein Riese. Ich höre ihn trampeln. Goldene Sonnenblume. Immer diese Lochwitze. Wenn einer vorn übergebeugt macht. Zum Glück. Bis später. Und der Schwede. Kommt man hier überhaupt noch irgendwo rein oder ist hier alles einfach nur zerstört? Oh. Jetzt eine Blume, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Jetzt ist die Frage, gehen wir da erst runter? Aber viel mehr ist hier nicht, ne? Okay. Sagen. Muss man ins Loch kriechen? Da oben kommst du halt auch noch rein. Fahrstuhl? Hier ist niemand mehr, oder? Steht schon mal ein Dude rum.
Ah. I knew you'd come. To stand before the Elden Ring. To become Elden Lord. What a sad state of affairs. I commend your spirit, but alas, none shall take the throne. Queen Marika has high hopes for us. That we continue to struggle. Uh-oh. Unto eternity. Gar nichts drauf. Oh, er kann sich heilen, der Arsch. Zeige ich dir. Große Gegner zu Fall gebracht, ne? Der war recht easy. Alter, haut der Seelen raus. Junge. Okay, nice. Helm des Allwissenden. Rüstung des Allwissenden. Stülpen und der Beinschutz. Heißer Scheiß. So. War der Typ aus der Tafelrundfeste, Sir Gideon, der ganz am Anfang gesagt hat, ihr Lutscher, ihr habt nicht mal Zutritt hier eigentlich zur Tafelrunde, müsst euch erst verdienen. Zack. Direkt aus der Hose geballert. Nur so, um mal die Verhältnisse hier wieder klarzustellen. Oh, guck mal, da ist aber noch ein zweiter drin. Brauchen wir noch 23k. Kriegen wir doch bestimmt hin. Bin ich gespannt, was jetzt noch auf uns wartet. Wir nähern uns wirklich mit großen Schritten dem Ende. Wie viel waren das? Oh, gerade mal 3000. Haben wir hiervon noch zwei, dann passt es aber, oder? Ja, lang. Okay. Sehr gut. Was ist denn da hinten noch los? So ein schönes Heiligfett. 6 Stück. Alter. Können wir jetzt noch mal da oben rein? Wo der andere Bosskampf war? Wo war denn das? Da? Nee. Er ist zurück. Der Fürst ist endlich wieder zurückgekehrt.
Unser allererster Fürst ist zurück, um erneut den Elden Ring zu führen. Das ist richtig, ich bin da. Keine Ahnung, wie ich lang muss. Erstmal hoch hier wahrscheinlich. Haben wir nochmal über einen Baum gestratzt. Hier jemals drin oder gab es das vorher wahrscheinlich noch gar nicht? Ah, ist die andere Seite von dem Bäumchen hier. Da kommt man dann zurück, ne? Was haben wir denn hier Schönes? Er hat einen Baumbogen. Alles klar. Himmelstau. Wenn wir nochmal Scheiße gebaut haben, können wir damit nochmal um Vergebung bitten. Können wir eine Abkürzung freischalten? Wo bin ich? Ah, jetzt bin ich wieder hier, alles klar. Okay, let's go back. Hier in der Mitte ist noch was. Prinzipien der goldenen Ordnung. Okay, dann erstmal ganz kurz. So viel Zeit muss sein. Halt. Wir haben bekommen. Haben wir die Rüstung von Ymir? Helm des Allwissenden. Mit unzähligen Augen und Ohren besetzter Helm. Ach, das sind Ohren da unten. Der Bart quasi. Wahres Wissen beginnt damit, seine eigene Ignoranz zu erkennen. Und der Einsicht, dass die Suche nach Wissen niemals enden wird. Aber als Gideon einen Blick in Königin Marikas Willen warf, ergriff ihn kalte Furcht. Furcht vor dem Ende, das nicht sein darf. Steht das bei der Rüstung auch? Rüstung des Allwissenden? Ja. Ist derselbe. Spruch. Okay. Oh, da oben geht's bestimmt nochmal ab. Schauen wir mal. Gott, habe ich mich verjagt. Jetzt ist die Frage, ist das schon der letzte Boss? Könnte ich mir fast vorstellen. Das würde bedeuten, wir machen vorher nochmal einen kleinen Abstecher in eine andere Region.
Könnt ihr jederzeit dann an diese Gnade zurückkehren? Kurz nochmal zur Tafel der Gnade, gucken, was da so los ist. Die Objekte sind nur bei den Zwillingsjungferhöhlen erhältlich. Alter Schwede. Hier war es auch schon mal schnuckliger. I see. You're here for some spirit tuning. Oh, is that right? So Master Hugh won't listen to you either. You have my thanks regardless. I'll try and talk him round next time. I know he was given this great entreaty to craft a weapon which could slay a god. Though I can't help but think of it as a curse. A fearsome curse. Put on him by Queen Marika. And if that's the case, I'm not sure there's anything we can do. Okay. Geister können hier nicht mehr groß eingestimmt werden. Das war's bei hier. Mal gucken, was die Zwillinge jetzt noch verkaufen. Und was Meister Heg sagt. Who are you? Oh. I must be a blacksmith. Now. Let's get smithing. Zwei Erdenstahldolche. Ja. Ein paar Waffen könnte ich mit Sicherheit noch verkaufen, aber nö. Könnten uns vielleicht nochmal, ich wäre mal sehr interessiert an dem blutige Ströme Katana. Sonst das vielleicht nochmal ein bisschen aufwerten. Bevor wir dann fertig sind mit dem Spiel. Ach so, Mist. Who are you? Oh, now. Ein paar Runen würde ich immer noch verscherbeln. Lass mal gucken, wie weit wir das aufgewertet bekommen. Mal, wie viele schöne Steine wir haben. Kriegt es tatsächlich auf 9. Allerdings fehlt noch ein uralter Drachen-Dunkelschmiedestein, das Ding auf plus 10 zu bringen. Aber vielleicht kann man es jetzt direkt mal antesten. Wo ist denn jetzt hier wieder unsere Waffe? Die ist hier gar nicht bei, ne? Das ist plus 10, macht 345 körperlich, plus 367. Ach du Scheiße, das macht ja deutlich. Ach so, ich kann es noch, ich brauche 20 Arkan dafür, alles klar. Da müssten wir dann sogar nochmal für umskillen. Naja, okay. Das vielleicht dann in New Game Plus. In der zweiten Runde irgendwann mal. Okay. Ist der Dude noch hier? Nö. Oh, was ist denn das? Ah, dies, Klamotten. Hä, wieso ist denn der jetzt wieder hier? Der Gute, der die ganze Zeit in der Tafelrunde auf dem Stuhl saß, da ewig lang. Ach. Das sieht aber auch nicht so gesund aus, was aus dem raus wächst. Okay.
Hier gibt's nichts Neues. Dann auf zu den Schwestern. Vielleicht noch mal bei der Fingertante vorbei. Nö, bei ihm gibt's nichts Neues. Alles klar. Ein paar Perlen haben wir ja anzubieten. Ja. Okay, da gibt es nicht so tolle Sachen. Aber was haben denn jetzt hier die Schwestern? Dadurch, dass wir die ganzen Klangperlen abgegeben haben, können wir jetzt... Normale Waffen... Nee, warte. Bis auf Stufe 8 aufwerten. Und Dunkelschmiedesteine haben wir. Ah, okay. 5, 6, 7, 8 und 9. Weiter das Handwerksrepertoire. Diesen Wissen könnt ihr folgendes herstellen. Einen betörenden Ast. Oh, scheiße. Alles klar. Weiß ich Bescheid. Könnt ihr noch einen Speicherstein kaufen für mehr Zauber? Das brauchen wir jetzt aber auch nicht mehr. Nö, sonst gibt es jetzt nicht so geile Sachen. Okay. Sogar noch die Steinschwertschlüssel da. Die haben wir auch noch nicht geholt. Aufmalen, sind die Seelen wenigstens weg. Vielleicht brauchen wir noch mal irgendwo einen. Denn jetzt würde ich gerne noch mal zum Aufzug von Rold, nachdem ich bei... Okay, den Raum können wir jetzt nutzen. Offenier haben wir ja weggeballert. Freue ich mich. Schöner Schreibtisch, ordentlich was zu lesen. Sehr gut. Wo ist denn hier? Ah, hier drüben, ne? Ja. Stehen die stramm. Oh. Malikets schwarze Klinge. Die einst von der Rune des Todes erfüllt war. Ein trauriger Schatten ihrer einstigen Pracht. Einzigartiges Talent Schicksalstod. Freit die Überreste des Schicksaltodes und rammt das Großschwert in den Boden, um viele Klingen zu entfesseln. Eine Macht aus dem Malikets Echo. Was haben wir da? Der Zaubernde erschafft die Illusion einer schwarzen Klinge und springt dann vorwärts, um den Wirbeldieb auszuführen. Okay. Diese Klinge war einst vom Schicksal erfüllt. Sie verursacht nicht nur Schaden, sondern reduziert auch die maximalen LP der Gegner und verschlingt für sehr kurze Zeit ihre aktuellen LP. Okay. Ist ja krass an. So. Gut, da gibt es nicht mehr viel zu reden. Wir machen uns auf zum Aufzug. Denn wir wollten ja nur mal in das Gebiet hier oben reingucken. Wo ist denn der? Und das heißt, man kann mit dem zweiten Amulett Medaillon heben. Ja, geheimes Medaillon heben. Wird wohl ein Schlüsselteilchen sein. Genau. Geheimes Halligbaum.
glaube, das rechte Stück haben wir in Schloss Sol bekommen. Von Kommandant Nial oder dahinter. Und das hier war irgendwie ganz schön am Anfang. Ich glaube sogar bei den Albinaurix. Oh Gott. Hier irgendwo. Dorf der Albinaurix. Von so einem Typen, der dann gestorben ist. Und wenn du das Geheime hochhältst, statt des normalen Medaillons, sollte dich der Fahrstuhl woanders hinbringen. Total crazy. Und weil wir ja so möglichst viel mitnehmen wollen, gucken wir uns das letzte Gebiet natürlich auch nochmal an. Okay. Nochmal? Ach so, ich bin in die falsche Richtung jetzt, oder was? Nee. Was? Oh nein, ein Dungeon. Geheimfahrt zum Halligbaum, okay? Dann können wir hier gar nicht so falsch sein. Reiß mal auf die Tür. Wir gucken mal. Das Auge der Bestie zittert. Oh nein. Nein, nein, nein. Stümper. Okay, der Kleine hat mich gerade ein bisschen überfordert. Und noch einer. Alter, durchs Geländer, du Arsch. Runter? Nö. Oktopus voraus. Außer Gnade suchen. Wit? Oh. Ich dachte, er hat nicht so lange... Oh, hier sind noch ein paar kleine. Scheiße. Oh Gott, Moment! Das zählt nicht! Das sitzt auf meinem Kopf. Hör auf! Alter! Marikas Fall, ja sehr gerne. Junge, Junge! Da habe ich die Kleine habe ich nicht gesehen. Die haben mich ein bisschen überrascht. Ah, hier war der Fall. Ja, geht ja. Oh, warte mal.
Okay, let's try it again. Nein, komm schon! Alter! Ich hätte ihn finishen können, den Dicken. Gott, macht ein Geschrei. Die Kleinen sind echt ätzend. Dann muss ich die zuerst machen. Bleibt mir wohl nichts anderes über. Hinten glitzert auch ein Item, aber ich kann die Falle schon riechen, die es da gibt. Die gibt mir mächtig auf den Sack. Wo hocken die denn rum, die Scheißbiester? Hinten. Nein, nicht ausrasten. Nein, lass mir das weg. Hast du dir so gedacht, hä? Nimm das. Stinker, nein. Okay. Viel Leben. Ja klar, kommen dann nochmal zwei kleine hinterher. Oh nein. Was ist er denn? Alter, ich kotze, ich habe nicht gesehen. Ich werde blind. Nochmal? Der Dicke ist natürlich auch wieder da, ne? Eigentlich lief doch alles gut. Bis auf der Kleine, der dann ja unbedingt nochmal kommen musste. Piss dich. Ey, das geht natürlich auch die Treppe runter. Oh Gott. Jetzt nicht, ganz ruhig. Ganz gechillt. Schon wieder den Death Counter vergessen habe. 3? Ne, ich glaube, es waren schon 4. Ich muss es dann nochmal nachgucken. Wie sie mich einfach fertig machen. Die Säcke. Ey, Alter. Was eine eklige Stelle. So, jetzt aber. Let's go. Okay.
Let's go. Diesmal scheint keiner weiter da zu sein. Oh. Gott. Ist aber nur so eine kleine Nummer, ne? Mach doch mal das Frostfeld weg. Tja. Die sind ja so blitzgefährlich. Sah irgendwie wie eine Falle aus. Mondglückskind. Hast schon andere eklige Stellen geschafft? Das stimmt. Oh, sehr gut. Hier ist eine Gnade. Nice. Das heißt, ich könnte ja... Jetzt hast du gesessen, man muss ja... Geweihtes Schneefeld. Aha. Gehen wir nochmal kurz... Zurückgehen ist jetzt auch blöd, warte. Komm, wir ziehen jetzt durch das eine Item da. Was da noch lag. Ach du Scheiße, man sieht hier gar nichts. Oh. Okay, hier ist eine Straße. Dann würde ich die erstmal nehmen wollen. Hier sitzt einer. Kurz absteigen. Zeigt mir den Pfad, oh sanfte Strahlen. Aha. Den verheißenen Pfad zum Halligbaum. Ist klar, da leuchten ab und zu mal so ein paar Steine rum. Den soll ich folgen? Ja, Tatsache. Man sieht ja hier gar nichts. Warte. Gnade, die habe ich fast nie erkannt. Okay. Ich hoffe, da oben finden wir dann gleich mal eine Karte. Und dieser scheiß Nebel hört mal auf. Ist ja ekelig. Oh. Hallo? Okay, ihr seid Lappen. Warte mal, das Licht ist mehr so hier lang. Mann! Eisschnecken! Nicht mal One-Hit, Alter. Alter! Dunkelschmiedestein 8. Ich habe ihn durch Zufall da rumhängen sehen. Okay. Ist hier was zu holen am Grab? Nee. Okay. Dann bleiben wir bei den hellen Lichtern. Oh Gott, was ist denn hier? Karawane. Oh Gott. Der eine Typ ist gallig auf mich.
Will ich mal gucken, was da drin ist? Oh Gott. Ja, muss ich die erst alle jetzt weg? Das ist schlecht. Moment. Alter, ist er strong. Ist ja eklig. Wo war der? Wo sind die jetzt, die Typen? Oh, hier ist noch so ein fieser Typ. Sehr gut. Da ist das Wägelchen. So, was ist denn hier jetzt? Alter, jetzt ziehen die schon wieder weiter? Tatsache. Ihr sollt anhalten. Jetzt kann ich reingucken. Sehr gut. Fackel von St. Trina. Hallo. Ja, wo bin ich? Ja, ich muss weiter Richtung... Ah, da oben ist... Ah. Sehr gut. Hier will ich hin. Und zwar so straight wie möglich. Fackel gucken wir uns gleich an. Da gibt es gratis Runen. Nimm sie mit. Ist ein Typ, der uns die Wahl zu einer, den Weg zu einer Höhle zeigt. Hallo? Hier irgendwo? Wir holen uns erstmal die Karte. Wie gesagt, das habe ich schon gesagt, keine Ahnung. Das ist ein komplett optionales Gebiet. Hätten wir jetzt nicht machen müssen. Ich glaube, wir wären da oben schon zum Endboss gekommen. Aber wir gucken mal rein. Hä, bin ich jetzt falsch geritten? Alter, halt doch mal Richtung Markierung, bitte. Oh, oh. Ja, ihr dürft weiterleben. Schön gemütlich und langsam, ne? Nichts überstürzen hier. Okay, die nächste Gnade ist da. Nee, das lohnt sich noch nicht. Was britzelt denn da hinten? Das wollen wir gar nicht so genau wissen. Da vorne ist die Karte. Schon reitet er wieder schneller.